Guten Morgen. Irgendwie ist momentan der Wurm drin. Eigentlich wollte ich heute wieder reiten, weil ja auch Samstag ist und ich eh keine E-Mail-Antworten kriege und so. Dann war ich der festen Überzeugung, dass das alles super toll passt. Komme ich hier an, jetzt sind leider alle Trecken eingefroren und ich kann auch kein Wasser schleppen, weil auch das Wasser in unserer Sattelkammer eingefroren ist. Das heißt, ich habe gerade gar keine Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Die Mitarbeiter sind gerade so nett und füllen die Leitung. Das ist super ätzend. Also, da mache ich dem Stall jetzt keinen Vorwurf, um Gottes Willen, versteht das nicht falsch, aber es ist echt scheiße. Weil, also mal gar nicht, weil ich nicht reiten kann, sondern hauptsächlich einfach, weil es für die Pferde total ätzend ist, weil ich halt auch nicht weiß, seit wann die kein Wasser hatten. Und jetzt, suche ich gerade Möglichkeiten, die zu trinken. So, aber jetzt mal zu den schönen Dingen. Ich werde mich jetzt erstmal um Zeli kümmern. Ich mache den jetzt einmal sauber. Und ja, ist ein bisschen blöd, weil wie gesagt, ich wollte eigentlich reiten, aber ich tue mich jetzt schwer damit, die Pferde zu reiten, wenn ich nicht weiß, wann die das letzte Mal getrunken haben, weil ich finde, das fände ich absolut nicht fair. Das heißt, ich glaube, ich mache jetzt mit Zeli auf jeden Fall einen kleinen Schneespaziergang. Einfach easy Programm. Ärgerlich, macht mir einen Strich durch meine Rechnung. Das ist so krass, ne? Hier fällt so viel runter. Das Ding hier muss ich euch echt mal empfehlen. Strip Hair, das habe ich schon seit Ewigkeiten. Das war damals eine unbezahlte Kooperation, nur dass ihr da Bescheid wisst. Also ich habe das Ding nicht bezahlt, aber ich habe es seit Jahren bei mir im Putzkasten und die Pferde lieben es. Also man schabt einfach hier so rüber und kann das Fell rausziehen. Und es gibt ja so andere Sachen auf dem Markt, um ja eben das Winterfell aus dem Fell, also die Unterwolle und Co. alles einfach rauszukämmen, was lose ist. Aber da ist ja ganz häufig die Kritik, dass wenn man das öfters anwendet, dass die Haut da so ein bisschen gereizt wird von. Das ist bei dem Ding überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach nur so ein, eigentlich so ein Gummiblock. Zumindest fühlt sich das so an, keine Ahnung, woraus das besteht. Und ihr seht es ja, so sieht es aus. Und Cesi genießt es auch, schaut mal. Seht ihr es? Von daher kann ich nur empfehlen. Wir machen jetzt das Beste aus der Situation. Meine Miteinstellerin föhnt gerade ihre Tränken. Wir haben die Heizung an und versuchen hier gerade eine Lösung zu finden. Die Pferde sind Gott sei Dank jetzt alle getränkt. Das heißt, akut besteht gerade kein Dilemma. Und ich gehe jetzt eine schöne Runde mit Shelly und Cesi so rum. Und Cesi wird momentan übrigens geritten, weil ich letztens die Frage gekriegt habe, ob Cesi überhaupt noch geritten wird. Ja, Cesi wird geritten, aber dadurch, dass Cesi 1,5 Jahre Pause hatte, habe ich den kleinen Kerl, oder schieb den gerade noch ganz entspannt an, weil ich mit dem auch keinen Druck, keinen Stress habe oder irgendwas. Der hat einfach nur dieses Frührentner-Dasein einfach nicht so gut vertragen. Was schade ist, weil das hätte ich ihm irgendwie gegönnt, weil er ja immer irgendwas hat. Und ja, jetzt ist er wieder da. Wir reiten, wir haben Spaß, wir machen Dressur. Aber er hat auch zwischendurch immer mal wieder frei und oder läuft einfach nur mal frei oder ich longiere ihn. Also er hat so ein ganz entspanntes Aufbauprogramm gerade. Wichtig ist, die Muskulatur bei ihm wieder aufzubauen, wie ja eigentlich auch bei jedem Pferd. Und deswegen sitze ich nicht jeden Tag drauf. Und dadurch, dass ich mit ihm auch einfach keine großen Ambitionen mehr habe, zeige ich euch von ihm auch gar nicht so viel, weil wir eigentlich eher nur so Spaß haben, rumdaddeln. Das ist ganz lustig. Cesi ist so ein ganz cooles Pferd, der echt viel auch behalten hat von dem, was wir gemacht haben früher. Das heißt, ich kann mit dem halt, so wie jetzt, einfach spazieren gehen. Ich konnte den aber auch schon, als ich den das erste Mal wieder geritten bin, mich juckt einen dann ja in den Fingern, einfach mal geguckt, was passiert, wenn man Serienwechsel reitet. Also Cesi, für euch zur Info, Cesi springt Serienwechsel, Cesi läuft Arbeitspirouetten, all solche Sachen kann der. Natürlich nicht so schön ausdrucksstark wie ein Dressurpferd, aber er kann sie.
Und bin ich auch total stolz drauf, weil es das Pferd ist, was mir jetzt hier gerade fast um die Ohren geknallt ist. Das Pferd ist, was ich ja eigentlich am längsten habe. Also am längsten in Anführungsstrichen. Also das Pferd, was ich am meisten selber geritten bin. Natürlich zusammen mit Trainern oder so. Aber es ist schon irgendwie cool, wenn man dann merkt, okay, alles, was wir ihm beigebracht haben, hat er behalten. Und das ist natürlich dann auch an mich ein Kompliment, auch wenn ich mir da keine Illusionen mache, dass ich dieses Pferd alleine ausgebildet habe. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist ganz cool, wenn man so ein Pferd bekommt, was 8 Wochen unterm Sattel war und dass dann solche Sachen läuft. Also er ist, muss man sagen, schon mein bestausgebildetes ja, Pferd. Genau. Sisi, das machen wir nicht. Wir sind hier nicht zum Snacken, wir sind hier zum Spazierengehen. Das ist so schön. Ich habe einfach mal die Decke abgemacht, weil er hat echt dick Winterfell und wir gehen in der Sonne und dann kann man auch mal die Decke abmachen. Ne? Oh, Sisi. Nein, nicht fressen. Du kannst nicht immer fressen, Sisi. Du bist schon so eine kleine Kugel. Das wird nichts. Irgendwie Mähne und Schweif sind bei ihm echt aktuell Kraut und Rüben. Er hat ja nicht viel Schweif und er wächst auch leider nicht so gut. Ich habe da ja ein gutes Stück abschneiden müssen. Aber seine Mähne, die ist eigentlich immer wie Unkraut gewachsen und ich musste die schneiden, weil alles voll mit Dreads war. Das sieht auf dem Video, glaube ich, nicht ganz so schlimm aus wie live, aber es ist einfach wie so ein Wattepuff und ich weiß nicht warum. Es wächst irgendwie nicht nach. Ich setze große Hoffnung da in den Sommer, wenn da einfach irgendwie alles schöner ist. Schon auch einfach idyllisch, ne? Ich habe mich hier jetzt so hingesetzt. Einfach in die Sonne, ein bisschen das schöne Wetter genießen. Weil ganz ehrlich, es bleibt einem noch gar nichts anderes übrig. Wenn ich hier gerade eh nichts machen kann, kann ich natürlich rumrennen wie ein aufgescheuchtes Huhn und mich aufregen. Ich kann es aber auch einfach lassen. Die Pferde sind jetzt erstmal versorgt, soweit. Stehen auf dem Paddock, freuen sich. Und ich warte. Und ich glaube, ich gehe gleich noch eine kleine Runde mit Shelly. Und hi! Und dann ist übrigens keiner von meinen Schimmeln. Ich habe ihn mir nur ausgeliehen, damit ich mich zu Hause fühle, weil ein Schimmel bei mir ist. Ja, also von daher. Erzählt mal, wie es bei euch gerade mit dem Wetter. Habt ihr auch irgendwie eingefrorene Tränken? Aber mal ganz ehrlich. Wie schön. So schön. Kann man auch mal das Wetter genießen. Vielleicht ist es auch ganz gut. Entschleunigt man so ein bisschen. Kannst du mal aufhören, meine Haare zu essen? So, Freunde der Sonne. Ich bin wieder zu Hause. Und es ist schon wieder ein sau langweiliges Video. Und ich denke mir nur so, why? Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, denn die Sterne stehen gut, glaubt es mir. Ich habe heute die Boxen gemistet, dass ich die auch morgen einfach mal wieder liegen lassen kann und nur überstreue oder absammle. Wir haben einen Wassertank, das heißt, selbst wenn die Tränken eingefroren sind, kann ich meine Pferde tränken. Es ist also alles bereit dafür, dass ich morgen wieder aufsteige. Und jetzt würde ich mich mal freuen. Mein Plan ist morgen Lotti zu reiten, Ziva zu reiten, Cesi zu reiten, Cosma zu longieren und mit Kasper ein bisschen Führtraining zu machen. Ihr könnt jetzt mal entscheiden, mit welchem Pferd ich morgen anfangen soll und was euch mal interessieren würde. Zum Beispiel bei Cosma und Lotti, bei Ziva, bei Cesi, woran wir arbeiten. Ich gucke mal, wenn ich es sehr früh in den Stall schaffe, dass noch keiner da ist, dann würde ich auch die Kamera mal, also mein Handy, auf die Bande stellen. Das ist jetzt gerade mein Plan und ich bin auch ganz sicher, dass ich den morgen durchziehen kann, weil ich einfach heute alles dafür getan habe, dass es geht. Ja, und ich freue mich auch drauf aufzusteigen. Aber ich würde mich halt, wie gesagt, ich würde euch dann auch gerne ein paar Einblicke oder Fragen beantworten zu den Pferden. Vielleicht habt ihr Fragen dazu, wie mein Trainer reitet, wie oft er reitet, wie es mit dem Springen aktuell aussieht, wie weit Cesi ist, wie der Alltag mit Cesi aussieht,
wie sein Anschiebtrainingsplan aussieht. Vielleicht habt ihr auch Fragen zu Ziva. Haut sie raus. Alles, was ich euch morgen zeigen kann, zeige ich euch dann. Genau, bis dann. Ciao.